Oh, wow! Trockendocken! Bevor ich diese Mission mache, im Ernst, da fällt mir noch anderes ein, was ich noch machen könnte. Bitte spawn mich jetzt nicht bei dieser Überlebensmission. Ich habe keine Lust auf die. Ich meine, so interessant wie Überlebenskämpfe auch sind, aber gerade auch bei dieser Fabrik im Nirgendwo kann man sehr leicht verrecken und Lappe meins. Wenn man nicht gerade eben die Topstellen hat, dann stirbt man sehr schnell. Ist mir schon einige Male passiert. Okay, sehr gut, freier Modus. Hoffentlich nicht ein voller Server, bitte. Und vor allen Dingen hoffentlich nicht in meiner Nähe. Wow, der Typ hat mich schon ein klein wenig erschrocken. Für einen Moment habe ich wirklich gedacht, das ist mein Fahrzeug fail. Oh. Baller. Ich brauch dich. Well, you sure hanged on it this way. Oh Gott, dieses Lied. Ich liebe es einfach nur. Part 100 natürlich. Jetzt muss ich noch mal kurz genau hingucken. Are you sure hanged on it this way? Also dieses It. Oh nein. Ich kann halt eben nur hoffen, dass 1000 Dollar jetzt wirklich nicht so wertvoll sind, dass ich jetzt dann gleich erschossen werde. Einfach verkaufen. Und ich glaube, ich werde jetzt auch eine andere Karre holen, weil ein Leichenwagen ist schon ein klein wenig praktisch in Missionen, aber auch in einem Thema von Deckung. Wenn ich irgendetwas verfolgen muss, da ist eigentlich weniger. Oh, ne, Gefechts. Ach Gott, jetzt danke. Gefechts-MG. Gott, Deutschspiel kommt zurück. So, Mechaniker. Ist der Abstand groß genug? Das werde ich wohl gleich herausfinden. Oh ja, werden. Ach, scheiße. Lalala. Okay, dann rufe ich nochmal gleich an. Also manchmal fahren hier schon ziemlich selten Fahrzeuge rum, aber was man auch nicht jeden Tag sieht, ist, dass dieses Motorrad hier steht. Vor allem mit diesem Radiosender. So, komm schon, Mechaniker. What you need, boss? Some wheels? I can bring them round. Okay, zum Glück, es war jetzt weit genug weg. Oder eher gesagt, ich war weit genug weg. Oh, okay. Fahr ganz brav weiter, okay? Dann haben wir auch keine Probleme. Oh Gott, ich liebe diesen Van einfach nur. Aber naja, der ist jetzt wenigstens ein bisschen schneller als der Leichenwagen und bietet noch dazu eine gute Deckung, wie ich finde. Ich werde so ein klein wenig auf den Typen hinter mir achten, aber ansonsten werde ich jetzt erstmal gucken, dass ich jetzt Missionen abbekommen, die auch gut bezahlt sind. Job anfordern. Sure, my friend. I'll send you the details. So, da jetzt noch Lester anrufen und einfach weiter beten. Alles Müll. Ja, das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Muss zugeben, es hat eben schon eine Mission, die klein wenig munitionsverbrauchend sein kann, ne? Dementsprechend, was man benutzt an den Müllfahrzeugen, aber ich meine, das sollte jetzt wirklich nicht ein Problem sein, weil ich benutze nur normalerweise meine Schrotflinte und dafür habe ich immer noch 8000 Schuss. Und die nachzukaufen ist eigentlich auch nicht teuer. Theoretisch könnte ich ja eigentlich Granaten verwenden, ne? Aber theoretischerweise könnte ich so einiges kriegen, was aber eigentlich auch nicht so gut ist. Deswegen, ja, überspringen wir dann mal lieber das hier. Ah, dieses Level vorbei. Nope. Mach jetzt erstmal nur das Rock Radio an. Obwohl, wisst ihr was, ich glaube, diese Einhaftbombe werde ich mir jetzt noch leisten. Ansonsten, alles andere, naja, auf eine andere Methode. Wenn ihr wisst, was ich meine. Und Leute, wisst ihr was, ich komme gleich wieder. So Leute, willkommen zurück. Ich kann euch eins sagen, meine Fahrzeugauswahl ist manchmal sehr interessant. Und das Beste ist, ich spreche noch nicht mehr über die Gauntlet. Weil das Fahrzeug würde ich ja gerne einsprechen, aber der Platz geht ja nicht. Aber auf jeden Fall, es hat sich vorausgestellt, dass ein LKW gegen einen Müllwagen schon gut ist, wenn man auch näher kommt. Und das war ein klein wenig ein Problem. Und aus irgendeinem Grund wollten die auch so schnell fahren. Ich weiß jetzt nicht, warum ich den hinterher gefahren bin. Okay, es macht mir jetzt schon langsam Sorgen.
Okay, um Teilgrund zu sein. Ja, Deutsch. Um fair zu sein, ein Teilgrund ist, weil meine Map ein klein wenig verdeckt wird, aber es ist jetzt schon der x-te Part, wo ich das erwähne, aber Leute, es ist auch wichtig, deswegen sage ich es ja auch so oft. Und apropos wichtig, was ich eigentlich auch mal gerne wissen würde, und zwar von Rockstar sich selber. Warum die, jetzt sage ich mal, sich dafür entschieden haben, ach Gott, Treffen, ja, das ist vielleicht ein bisschen ein Problem, sage ich mal, Fahrzeuge, die... Jetzt zeige ich mal, was mit Vans zu tun haben, außer jetzt den Bravado Yoga, meine ich natürlich, aber... Ich meine, im Endeffekt, Fahrzeuge wie ein Vapid Speedo, den überhaupt online nicht gibt, außer Mission, oder so manch andere Vans, man einfach nicht einspeichern kann. Es gibt noch diesen Weasel News Van, und zwar, glaube Bravado Paradise. Was ich ziemlich schade finde, man kann dieses Fahrzeug zwar tunen, so viel ich weiß, aber wenn man es in die Garage reinfahren will... Geht sich wirklich, aber ja, man kann ein paar Sender dran machen, so viel weiß ich noch. Was jetzt eigentlich nur damit meinte, Leute, ist, ich finde es ziemlich schade, dass Rockstar, ich sag mal, die Fahrzeugauswahl ein klein wenig limitiert hat. Auch, wenn ich verstehen kann, dass man nicht unbedingt einen Van als Fahrzeug braucht, gibt es aber trotzdem leicht Perverse wie ich, die trotzdem Van haben wollen. Ich weiß nicht, irgendwie ist es in diesem Fall die Fahrzeuge, die man nicht haben kann, wenn man irgendwie am meisten, also, ja, das war das gleiche auch mit diesen, Volkswagen, Camper da, wenn ihr wisst, was ich meine. Gott, ja, das ist hervorragend Charakter, so kann man natürlich auch in Deckung gehen, aber was jetzt eigentlich nur ein Endeffekt damit meine, ich will eigentlich schon mal gerne wissen, warum sie sich dafür entschieden haben, halt eben bestimmte Fahrzeuge nicht einspeichern zu können, ich meine, funktioniert hätte es ja einige Male und selbst bei einem LKW kann ich mir nicht vorstellen, dass es nicht funktionieren soll, der auch so mit der Garagengröße, aber ich glaube, da könnte sich Rockstar eigentlich auch noch was einfallen lassen, deswegen, ja, das war's, überspringen wir einfach dieses Thema und ich gucke, dass ich nicht erschossen werde. Lalalala, warum zum Teufel ist die ganze Verstärkung noch da drüben? Oh, hier, ja. Nicht die Typen umboxen, ne? Sondern, ja, am besten gleich einen Headshot geben. Den die auch nicht vertragen, natürlich. Oh Gott, ja. Aus allen Ecken und Kanten wird gerade eben rausgeschossen. Ich weiß jetzt eigentlich gar nicht mehr ganz, wie es in GTA San Andreas war. Ich weiß schon, dass man große Fahrzeuge einspeichern konnte. Aber jetzt im Fall von Vans, glaube ich, konnte man die trotzdem tunen. Aber ich weiß es allerdings nicht mehr ganz. Oh, jetzt heißt es eigentlich nur noch den Boss, diese Crew noch aufzuhalten. A.k.a. zu töten. Und zwar brutal mit dem Fahrzeug. Und weißt du was? Ich werde es jetzt nicht genau erläutern. Gauntlet, ich brauch die jetzt erstmal. Aber das Positive ist wenigstens, ich kann mir bald ein Obey 9F Cabrio zulegen. Ich muss halt eben leider meinen Beißen dafür opfern, aber naja. Ich muss halt eben noch gucken, welches Fahrzeug genau, weil das wird leider das letzte Fahrzeug sein, was verhandelbar ist, was ich erstmal in die Garage reintun kann. Ich meine, den Sanidal habe ich schon drin, den neuen Buffalo. Also, ich habe schon geguckt, dass ich Fahrzeuge reintue, die ihr aussehen wollt. Deswegen, ja, ich war jetzt nicht so ganz unfair. Und wie geil kann es noch sein, am Hinterrad auch noch einen Platten zu haben oder noch besser gesagt... ohne Reifen zu fahren. Tut mir leid. Konnten jetzt erstmal leider nicht überfahren. Hatte zu wenig Lust. Mission bestanden. Wenigstens ist es eine gut bezahlte Mission. Weil die Müllwagen doch einen letzten Müll zusammengefahren sind. Oh. Nein, Leute, das war jetzt nicht als Gag gemeint, okay? Das ist ein blöder Zusammenfall gewesen. Müllwagen hat den letzten Müll zusammengefahren, also ja, dafür muss man sich nicht anstrengen, um so einen Satz rauszubekommen. Letzte Heli aus LS, auch eine schlecht bezahlte Mission. Basisarbeit. Ich meine, auch so gerne, wie ich mich in der Mission durchlassen nehmen würde, aber... Diese Mission ist doch leicht übertrieben, weil die Soldaten dort alle unbedingt dieses russische MG verwenden müssen und ich weiß jetzt nicht, ich meine, selbst das Gefechts-MG, dessen Namen ich leider vergessen habe, das
hätte man zwar auch benutzen können, aber ich meine allgemein diese Waffenauswahl finde ich auch ein klein wenig brutal. Ich meine, Sturmgewehre und Pistolen wären ein bisschen mehr angebrachter gewesen, aber ich sage mal nichts. Na toll, wieder. Ich habe mich schon gefragt, ob das Ambiente-Musik ist. Also eine Kunstmusik, die einfach nur so da ist. Einfach hervorragend, wenn man das so erklären muss. Leute, es tut mir sehr leid, aber ich werde jetzt erstmal nachgucken, ob doch jetzt noch ein Platz verhandelbar ist. Ich weiß nicht warum. Ich habe so einen Drang, dieses Fahrzeug einzuspeichern hier. Und ich weiß nicht mal warum. Weiß mit einem roten Streifen, also weiß Metallic und glaub rot matt. Das sollte doch gut aussehen. Also so ungefähr wie die Fahrzeuge die ganze Zeit hier rumfahren. Zumindest manchmal. Kommt zumindest drauf an, welche Situation, ne? Hoppala! Das Bild wäre jetzt so gewesen, wenn ich an einem Teil hängen geblieben wäre und ich dann doch von einem Zug erwischt worden wäre. Aber Leute, ich werde jetzt mal gleich wiederkommen. Noch einmal, weil das muss ich jetzt erst wirklich mal nachschauen. Also, bis gleich. So Leute, wieder mal willkommen zurück. Bin ja jetzt gespannt, welches Fahrzeug vielleicht entfernbar ist. Und ich werde es jetzt auch nicht sofort ersetzen, ich werde erstmal gucken, dass ich es verkaufe. Dieses sofort ersetzen, ne, sich erst später aufregen, habe ich schon oft genug gemacht und dementsprechend auch ziemlich viel Geld verschwendet. Ich meine, ich habe schon einen Pickup und zwar den großen, ne, Vapor King, um genau zu sein, ne, aber deswegen den Bravado Bison rauszuschmeißen, ne, auch nur bedingt. Und diese Fahrzeuge hier sind auch nicht verhandelbar. Schlitzohr, das ist wirklich ein guter Name. Ich meine, ich brauche ja nicht unbedingt einen Leichenwagen, aber dann wiederum, der ist ziemlich selten. Heilige Scheiße. Also, in so einer Situation wollte ich ursprünglich nicht sein, aber wisst ihr was, es ist, wie es ist. Und ich brauche sowieso noch Platz für ein Fahrzeug, mindestens, was ihr noch unbedingt in meiner Garage sehen wollt. Und ja, Leute, ich weiß, es war in einer anderen Farbe, aber jetzt nicht mehr. Diese Hassliebe mit Los Santos Radio, ich verstehe die einfach nicht. Zumindest bei mir. Ja, kann ich hier hochfahren? Na, oh, okay. Was mich ein klein wenig wundert, weil ich habe das Fahrzeug ein bisschen niedriger gelegt, um ein klein wenig zu vermeiden, dass Polizeifahrzeuge mir unten drunter reinfahren können und mich dementsprechend ziemlich aus der Bahn werfen können. Rollendes Labor. Es gab zwar eine Mission bei Geralt, die schon so ähnlich war, wenn ich jetzt nach dem Titel gehe, aber ich glaube auch nicht wirklich, dass diese Mission gut bezahlt ist, aber nicht glauben heißt nicht wissen. Ne? Ich weiß darauf, wenn man niemals drauf gekommen, aber naja. Ja, also, was soll ich jetzt machen? Mich jetzt wieder verabschieden oder doch vielleicht Martin anrufen und doch vielleicht eine Mission abzubekommen, die sicherlich gut bezahlt ist. Und wie man natürlich sehen kann, habe ich mich für die zweite Option entschieden, während ich noch die Option durchgegangen bin. Was zum Teufel? Ein williges Opfer, was man besteigen kann. Ich meine, andere Sachen. Gott, Los Santos Connection. Ich meine, warum nicht, aber nicht so ganz. Hello. What can I do for you? Okay. Strap anfordern. Oh ja. Das ist eine hervorragende Position, ne? Noch schön verkratzen, so da. Oh nein, Leute, ich habe nichts gegen den Infernus. Ich mag ihn eigentlich sogar. Aber die neuen Felgen, ich bin kein Fan davon, ne? Hacker. Ist eigentlich sogar eine sehr gut bezahlte Mission, ne? Aber alleine kann man die vergessen, ne? Kann nur hoffen, dass jemand mitspielt. Da. Oh Gott. Ich hätte nicht so sitzen sollen. Aua. Erstmal schwer, Einstellungen bestätigen und dann alle aus aktueller Sitzung. Ich brauche nur einen. Ich meine, hacken kann ich selber und ja, bräuchte halt eben nur einen zweiten Fahrer. Ich glaube, die Antwort heißt wohl nein. Hervorragend. Okay, 3, 2, 1, 0. Ah, fuck.
kann halt eben nur hoffen, dass ich nur einmal dieses Fahndungslevel bekomme. Und zweitens hoffe ich noch dazu auch, dass ich schnell genug hacke. Also sprich, dass ich nicht von der Polizei dann überrascht werde. Es doi. Was ich noch so gerne bei diesem Sand King hinzufügen würde, was leider nicht gibt, und zwar noch oben Scheinwerfer bei diesem Gerüst, das wäre ziemlich nice, wie ich finde. Und dann noch dazu so ein Horn wie bei Travers Wagen, das wäre, also, das wäre wirklich gut, wie ich finde. Ich weiß, es ist leicht abgedreht, dieses Tuning, aber ich meine, hier vorne bei diesem Grill, das würde eigentlich schon ziemlich gut aussehen. Je nach Geschmack gebe ich ja zu, aber naja. Naja, ich werde mein eigenes Fahrzeug verwenden, um die Route zu blockieren. Oh Gott, hoffentlich geht es gut aus. Ich habe ein klein wenig schlechtes Gefühl. So, groß genug lassen und ja. Weiß jetzt zwar nicht, wen ich damit aufhalten soll, aber scheiß drauf. So, la hacken. Arbeitsplatz und dann kommt erstmal das Lustige, und zwar die Zahl zu finden. Ich hab schon ziemlich oft 70, aber eher 77, 71 und bla. Aber 70, grad entdeckt. So, das ist sehr gut. Brute Force, und das ist immer klein wenig ein bitchiger Part, weil ich hin und wieder mal diesen Fehler tue. Oder mache. So, sehr gut. Okay, jetzt los, down and out und dann verschwinden. Lalalalalalalala. Nimm zuerst ein SUV, weil natürlich solche Fahrzeuge sehr extrem hilfreich, ja, sehr hilfreich sind bei einer Verfolgungsjagd, vor allen Dingen, wenn man gejagt ist. Ist doi. Oh. Aber Criminal Sound, das ist eigentlich auch ein recht ordentliches Lied. Ja, komm schon jetzt. Oh, das hätte ich ein klein wenig früher gebraucht, diese Hilfe. Lalalala, ich glaube, ich mach doch lieber dann eher meine Sirene aus. Und Leute, das wird jetzt garantiert brauchen. Also, bis gleich. Ja, Leute, willkommen zurück. Ich kann euch eins sagen, das war gerade eben knapp. Und zwar, ich war nur noch ein paar Zentimeter davon entfernt, jetzt um die Ecke zu gehen und nachzugucken, wer zum Teufel dort ist. Ah, oh, Gott. Naja, es war jetzt leider nicht so ganz, wie ich erhofft habe. Und zwar, dass ich nur einmal 3 Sterne bekomme, aber wenigstens bin ich die ordentlich schnell losgeworden. Wie man sehen konnte, nicht ganz ohne Probleme. Aber das Beste war ja eigentlich, es kam nicht von der Polizei, sondern eigentlich eher durch ein Rückwärtsmanöver. Und dementsprechend dann einer, ja, sag ich mal, Holzlaterne, die nicht so ganz zerstörbar war und ich mich ein bisschen da aufgehängt habe. Aber okay, jetzt erstmal hier. Warte ich, zum Glück. Also Leute, das wird jetzt erstmal GTA 5. Ich hoffe, ihr hat es gefallen. Und dazu würde ich dann erstmal sagen, bis später.